Hey, ich glaube, bist du bereit für heute? Ist gut? Ja, ich bin neues voll Filmli, ja, neue absolut. Geschichte. Absolut. Cool. Hey, schau, der Panda ist schon bereit. Salü! Hey, cool, Panda, bist du schon wieder dabei? Vor dem so Start bist du auch bereit? So halbwegs bereit. Halt. Okay. Aber du bist ein bisschen nervös heute. Ja, mega. Nicht so entspannt wie sonst alle. Ja. Was ist denn los, Panda? Was ist Panda? Ja, ist irgendwie ein bisschen... Hast du einen wichtigen Termin heute vielleicht? Ah. Ah, voilà. Oh, look. Schau jetzt. Du hast ein cooles Nachteil hier. Mega ja. Cool. Ah, schau jetzt, der Panda hat abgemacht für ein Festchen. Also, abgemacht. Abgemacht. Es ist nur eine Einladung, oder nicht? Hast du alle eingeladen? Und haben sie dir schon gesagt, wenn sie kommen? Also, jetzt weiss man nicht einmal, ob es heute oder morgen ist. Und die Zeit weiss man auch nicht. Ja. Und jetzt? Schau, ich gebe dir das wieder. Ah, darum bist du ein bisschen nervös, ein bisschen ungeduldig. Ja. Okay. Ja, was wollen wir jetzt mit dir machen, Panda? Wir starten eigentlich jetzt hier. Ja, wir wollen jetzt starten, genau. Willst du dabei sein? Unentschlossene Sachen. Los, Panda, du bist ganz gespannt auf deine Antworten. Ja, ja. Willst du doch ein bisschen raus warten? Vielleicht könntest du ja abwaschen oder aufräumen. Ja. Ein bisschen etwas kochen, essen, Picknick parat machen. Und dann siehst du dann, wenn du deine Freunde zurückschreiben. Ja, ist gut. Super. Sehr gut. Gut, dann also, sehen wir dich wieder. Hilf, Geduld. Geduld, das ist nämlich das Stichwort. Das ist das Stichwort, oder? Genau. Unser Panda mit der Geduld hat das manchmal so mässig. Ja. Ja, ja. Aber in diesem Sinn geht es heute genau um das Thema Geduld. Und wir begrüßen euch dazu ganz herzlich. Schön, seid ihr dabei. Weißt du, was ich froh bin? Jetzt ist ja wieder Frühling, oder? Das ist so gut. Aber im Winter gibt es ein cooles Phänomen. Und zwar Eiszapfen. Du hast sicher auch schon Eiszapfen gesehen, ja, oder? Ja, die sind super. Die sind richtig cool. Oder weil, da bildet sich ja ganz langsam. Du hast ein Tröpfchen Wasser, dann gefriert es und dann kommt wieder ein Tröpfchen und dann gefriert es wieder. Jetzt könnten wir noch langsam weiterfahren. Ja. Aber es braucht ganz lange Zeit, bis ein Eiszapfen entsteht. Der fängt klein an und wird immer wie grösser. Ja. Schon noch cool eigentlich. Mega. Mhm. Und das steht hier eben in unserer Zeitung. Genau um solche Sachen geht es. Sachen, die viel Zeit brauchen. Zum Beispiel eine Tropfsteinhölle. Mhm. Dort gibt es zwar keine Eiszapfen, aber so Tropfsteine. Und dort läuft nämlich das Wasser runter. Und dann hat es ja Kalk drin. Und das Kalk setzt an, und dann läuft wieder etwas mehr Wasser ab und so weiter. Das geht dann mega lang. Aber mit der Zeit entstehen dann durch das Kalk die Tropfsteine. Und die werden dann richtig lang und richtig gross. So cool. Und man kann dann sagen, Eiszapfen und Tropfsteine, die lehren uns etwas zum Thema Geduld. Geduld. Geduld, Geduld. Ja. Weil es ist ja heutzutage schon etwas schwierig, oder? Ich meine, wir leben in einer stressigen Zeit. Ich meine, schon nur an einer Bushaltestelle, oder? Jeder ist ganz ungeduldig, drückt auf seinem Handy rum, telefoniert noch etwas. Also ich meine, man hat ja schließlich auch viel zu tun, oder? Ja, richtig. Man muss noch die Hausaufgaben machen, man muss noch den Termin halten. Schnell gehen shooten, ja. Ganz viele Sachen, die wichtig sind und wo wir aber gleich irgendwie im Stress sind, oder nicht? Mhm. Ja. Das ist eigentlich wie das Gegenteil von... Langsam Geduld und so, hä? Ja, das ist total das Gegenteil. Okay. Aber trotzdem ist es eigentlich wertvoll, geduldig zu sein. Weil manchmal hilft warten. Weil gute Sachen, die brauchen ja Zeit. Zum Beispiel eine Freundschaft aufzubauen. Das passiert nicht einfach so von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Oder vielleicht, der liebe Kind spielt ein Instrument. Klavier oder Geige. Das lernst du auch nicht einfach so über Nacht. Da bist du lange am Üben und das braucht auch Geduld und Zeit. Und so dauert es manchmal ganz viele Monate, manchmal schon ganz viele Jahre. Und so dauert es aber lang vom Frühling wieder eben bis in Sommer. Hey Flo, hast du gewusst, dass Gott eigentlich das Gegenteil ist? Er hat nie Stress. Er hat immer genug Zeit. Und hat in unserem Leben mega viel Geduld mit uns. Und er hat einfach so genug Zeit, wie es braucht. Ich glaube, er ist die geduldigste Person, die es überhaupt gibt. Das ist gut zu wissen. Ja. Und das, was das Leben von Kindern Gottes ausmacht, ist ja, dass sie auch die Beziehung zu Gott, weißt, dass sich die entwickeln muss, dass es nicht zack geht, sondern stimmt, es braucht ja auch Zeit und Geduld, Gott besser lernen zu kennen. Und in der Bibel steht noch ein cooler Vers in den Sprüchen, der genau sagt, was es bringt, wenn man geduldig ist. Geduld zu haben ist besser als ein Held zu sein. Boah. Und sich selbst beherrschen ist besser, als Städte zu erobern. Boah, heftig. Ja, also das lohnt sich wirklich, Geduld zu haben. Und jetzt habt ihr noch einen Witz. Ein Witz? Ja. Oh, das kann ich gerne. Erzähl mir. Es war mal ein Schnäckchen. Und das ist über eine Brücke geschnackelt. Mhm. Ja, und er?
Flo, warte doch bis dann nicht, du musst mega geduld haben. Ah, ja, natürlich. Aber jetzt wollte ich wirklich noch ein bisschen mehr zu diesem Thema erfahren. Also, wir schauen, was der Petrus uns erzählt. Hey, hallo zusammen. Ich bin der Petrus. Kennst du mich? Ich bin ein enger Freund von Jesus. Ich und die anderen Freunde von ihm haben sehr viel mit ihm erlebt. Vor kurzem war gerade Ostern. Da ist Jesus nach seinem Sterben am Kreuz auferstanden. Wir haben ihn seitdem schon ein paar Mal gesehen. Ach, ich bin so froh, dass ich Jesus kenne. Und weißt du warum? Weil in den letzten Jahren habe ich so viel von ihm gelernt. Tag und Nacht waren wir zusammen unterwegs. Und wisst ihr, was mir bei Jesus besonders auffällt? Er denkt, ging Geduld mit mir. Das ist ja das Thema von heute, oder? Ich erzähle euch gerade ein paar Erlebnisse, die ich die Geduld von Jesus selber erlebt habe. Etwa vor 3 Jahren waren wir hier auf dem See am Fischen. Leider haben wir nichts gefangen. Kein einziger Fisch. Ich war ganz verzweifelt. Und dann kam Jesus und hat uns gesehen, dass wir unser Netz nochmals auswerfen sollen. Ich war ja, schon recht unzufrieden und aufgebracht, weil wir die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Jesus ist aber gekommen, voll Geduld, und hat mir gesehen, was ich machen soll. Ihr kennt die Geschichte ja sicher. Als wir das Netz aus dem Wasser genommen haben, war es voll Fischen. Und ich war so glücklich. Das war der Tag, wo mich Jesus zu seinem Jüngeren gemacht hat. Oder die Geschichte vom Sturm. Ein anderes Mal waren wir Jünger auf dem See. Es war schon dunkel und ein stürmischer Abend. Und da auf einmal sehen wir ein Gespenst auf dem See. Wir haben wirklich gedacht, dass es ein Gespenst ist. Aber nein, es war Jesus. Er ist auf dem Wasser gelaufen. Ohne viel zu überlegen, habe ich Jesus gerufen. Jesus, ich will auf dem Wasser laufen. Ich bin aus dem Boot ausgestiegen, aber tatsächlich, es hat geklappt. Ich war auf dem Wasser am Laufen. Aber als ich dann die Wellen gesehen habe, habe ich um mich mega Angst bekommen. Ich habe quasi den Boden unter den Füßen verloren. Ich bin gesunken und bin fast im Wasser vertrunken. Hilfe! Ich konnte nur noch schreien. Was denkt ihr? Hat Jesus mir geholfen oder hat er die Geduld verloren? Nein. Er hat mir aus dem Wasser geholfen und mich gerettet. Wisst ihr, ich bin sehr ein impulsiver Mensch. Das bedeutet, dass ich manchmal Sachen mache, ohne vorher zu überlegen, ob das jetzt echt gut kommt. Oder ob ich gescheiter zuerst würde ich überlegen. Ja, manchmal kommt es gut, manchmal aber auch nicht. Aber das Gute ist, Jesus hat keine Geduld mit mir. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich richtig schlimme Fehler gemacht habe. Hat Jesus die Geduld verloren oder mich wegen dem bestraft? Bis jetzt noch nie. Gerade vor kurzem, als die Soldaten kamen und Jesus sie verhaftet, war schon in so einem Moment. Ich bin richtig verrückt und ungeduldig geworden, weil die Soldaten Jesus abführen und verhaften wollten. Ohne viel zu überlegen, habe ich etwas Verheerendes gemacht. Ich habe mein Schwert genommen, das ich eigentlich gegen dabei habe, und habe zugeschlagen. Dabei habe ich meinem Mann das Ohr abgehauen. Ui, das war gar nicht gut gewesen. Weil ja, das Ohr so mit einem Schwert, das tut schon noch weh. Und es hat auch recht geblutet. Aber sogar diesen Fehler hat Jesus so gut gemacht. Er war auch noch denkgeduldig. Er hat das Ohr genommen und hat seinen Mann einfach um mich angemacht. Und der war um mich gesund. So krass. Ja, und seit gestern weiss ich, dass Jesus wirklich gegengeduldig ist und gegen vergibt, auch wenn wir manchmal riesigen Mist bauen. Wisst ihr, Jesus hat mir sogar vergeben, als ich ihn habe verleugnet habe. Als ich gelogen habe, und habe gesehen, dass ich ihn nicht kenne. Das ist das Allerschlimmste, was ich je gemacht habe. Aber seine Geduld ist so riesengroß. Jesus ist ja auferstanden. Und wisst ihr was? Bis gestern war ich nicht sicher, ob mir Jesus das wirklich vergeben hat. Aber gestern war es dann schon fast so wie am Anfang. Wir haben die ganze Nacht hier auf dem See nicht einen einzigen Fisch gefangen. Es war zum Verzweifeln. Wir dachten, dass es das Beste wäre, wenn Jesus um mich käme. Und uns würde helfen. Und heute Morgen, als wir fertig gefischt haben, ist Jesus tatsächlich am Ufer gestanden und hat uns zu einem riesigen Fischfang verholfen. Auch wenn ich noch so viele Fehler mache in meinem Leben. Jesus war schon heute geduldig und sehr lieb zu mir. Er hat mir sogar einen Auftrag gegeben und hat mir gesehen, dass ich für die Leute gemäß sorgen soll. Ausgerechnet mir, der so viele Fehler gemacht hat, hat er den Auftrag gegeben. Wow, Jesus hat mich wirklich gern. Er hat mir alles vergeben und ist staunend um mich.
dass er mich als Freund wählt und mir vergibt und mit mir durchs Leben gehen will. Wenn Jesus nicht so geduldig wäre mit mir, dann wäre das sehr schlimm und mühsam. Aber seine Geduld für mich ist riesig. Das Coole ist, seine Geduld ist nicht nur für mich riesig, sondern auch für dich, für jeden Einzelnen. Er will, dass wir mit ihm leben, dass du mit ihm lebst. Hast du Jesus auch schon in dein Leben eingeladen? Wenn nicht, dann wartet Jesus geduldig. Er wartet, bis du ihm bittest, in dein Leben zu kommen. Und dann kommt er, macht dein Leben neu und du kannst ihm begegnen. Der Charakterzug von Jesus, die Geduld, das will ich mir auch antrainieren. Ich will gern geduldiger werden mit meinen Mitmenschen. Wenn Jesus geduldig ist mit mir, dann will ich auch geduldig sein mit ihm. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen Bibelvers sagen, der beweist, dass Gott sehr geduldig und voll Liebe für uns ist. Der Vers geht so. Aber du, Herr, du bist ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Du hast viel Geduld. Deine Güte und Treue sind grenzenlos. Das steht im Psalm 86, Vers 15. Das war es von mir für heute. Habt's gut und bis gleich. Tschüss zusammen. Hey, liebe Kind, die Geschichte von Petrus beeindruckt mich wirklich sehr. Ich bin sehr Fan, wie Jesus reagiert und wie der Petrus uns das erzählt hat. Und wisst ihr, was so spannend ist, dass Gott der Petrus mega gut kennt und Jesus hat der Petrus auch mega gut kennt. Und sie waren ja Freunde. Und manchmal hat Jesus ganz viel Geduld gebraucht und manchmal ein bisschen weniger. Und das ist so spannend, dass der Petrus manchmal Sachen gut hat gemacht und dann war es für Jesus auch nicht so schwierig, geduldig zu sein. Und manchmal hat er aber auch Sachen gemacht, die wir ja gehört haben, die nicht so gut waren oder sehr verheerend waren. Und auch dann war Jesus sehr geduldig und hat ihm wieder erklärt, was er machen muss und was nötig ist. Und hat ihm sogar immer vergeben. Die Sachen, die er falsch gemacht hat, Jesus ihm dann vergeben. Jetzt ist meine Frage, wie ist das bei dir? Bist du eher jemand, der viel Geduld hat und gut warten kann? Oder bist du jemand, der nervös wird wie vorhin der Panda und denkt, Mann, oh Mann, oh Mann, wann geht es weiter? Da sind wir einfach unterschiedlich, gell? Und jetzt habe ich noch etwas mitgebracht. Und zwar habe ich hier einen Faden. Und wir sagen jetzt dem Faden, dass das der Geduldsfaden ist. Und unsere Geduld, manchmal ist es ganz einfach und dann geht es gut. Und manchmal brauchen wir mega Geduld und dann ist unser Faden ein bisschen angespannt und dann sind wir vielleicht auch ein bisschen nervös. Und jetzt, wie ist das? Habt ihr gerade viel Geduld gebraucht? Ja, so ist das eben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn Sachen so sind, wie ihr es nicht gerne hättet. Was passiert denn? Und dann wird eben vielleicht unser Faden festgezogen. Jetzt haben wir aber vorher gelernt, im Zeitungsartikel, dass Geduld haben und lernen viel Zeit braucht, aber dass es eben auch wichtig ist, dass wir das haben und dass unser Geduldsfaden kann länger und besser werden. Ja, was machen wir jetzt, wenn wir müssen Geduld haben? Dann ist es am einfachsten, wenn wir mal ein bisschen durchschnaufen und warten. Und wenn wir nicht das Gefühl haben, es muss einfach jetzt sofort sein. Und wenn wir ein bisschen hinterher liegen und sagen, okay, es kommt dann schon gut und vielleicht etwas anderes machen, dann hilft es, dass wir Geduld behalten können. Und dann kann unser Geduldsfaden stärker werden. Und wisst ihr was, liebe Kinder? Gott hat, wie gesagt, das hat der Petrus vorhin erzählt, ein mega grosser Geduldsfaden. Er ist mega geduldig mit uns allen. Und das heisst, wenn wir ungeduldig sind und vielleicht eben sogar uns etwas Blödes passiert oder wenn wir einen Fehler machen, dann können wir zu Jesus gehen, können beten und sagen, ah, es tut mir leid, ich habe Geduld verloren. Und dann will er uns helfen, dass wir dranbleiben können und noch Geduld haben. Und manchmal ist es ja so, dass unsere Geduld nicht belohnt wird und dass wir etwas schneller überkommen oder erreichen, als wir gedacht haben. Kinder, Gott ist mega geduldig. Und die Charaktereigenschaft, die wollen wir auch lernen. Helfen dir. Wir wollen die trainieren. Es ist nicht etwas, was dann zack kommt, sondern es ist langsam und wird immer besser. Und wir lernen Jesus auch immer besser kennen und das braucht auch Geduld. Und jetzt wünsche ich euch, dass ihr in der nächsten Woche Geduld habt, Geduld lernen
und so andere Leute mit euch Geduld haben. Und denkt daran, dass wenn wir geduldig sind mit den anderen Leuten und selber Geduld haben, dass wir genau das machen und im Willen sind, was Gott will. Weil er hat Freude, wenn wir geduldig sind miteinander. Und Jesus ist unser bester Freund und er ist der am meisten Geduld hat mit uns. Das ist mega cool. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch beten und Gott danken, dass er immer Geduld hat mit uns. Jesus, ich danke dir vielmals, dass du so ein geduldiger Gott bist. Und danke, dass wir bei der Geschichte von Petrus haben gelernt, dass es sich lohnt, mit dir zu leben. Und danke vielmals, dass du mit dem Petrus mega viel Geduld hast und dass du mit uns mega viel Geduld hast. Und danke vielmals, dass dein Geduldsfaden nie reisst, sondern dass der immer fest ist. Und merci vielmals, dass du uns begleitest in die neue Woche. Amen. Jetzt haben wir euch zum Schluss noch ein Spiel, das recht viel Geduld braucht, aber das mega cool ist, weil es gibt am Schluss ein Preisli. Und zwar geht es so, ihr könnt irgendwie Felder aufzeichnen oder ausdrucken, wie es euch gelustet, einfach recht viel Felder. Und dann geht es so, jeder nimmt ein Becherli oder ein Geschirrli und das ist nicht das Töckerli, wo man weiterfahren. Jetzt können wir das dann hier auf den Start tun. Genau. Und jetzt geht es so, man würfelt und dann darf man so weit führen, wie man eben würfelt. Wenn man auf ein Violett kommt, dann muss man leider wieder ganz am Anfang zurück, ganz neu anfangen. Wenn man auf ein rundes Gelbes kommt bei uns, dann kann man eins vorwärts. Und jetzt geht es darum, dass man würfelt und spielt. Wenn man hingern muss, muss man wieder hingern, wenn man führen darf. Darf man führen, bis man da ist. Und wenn man da ist, dann kann man etwas auslesen, das ins Becherli tun. Aber man darf es noch nicht essen und man hat noch nicht gewonnen, weil man darf erst essen, wenn man wieder ganz am Anfang ist. Und dann hat sich nicht Geduld gelohnt und dann hat man erst gewonnen. Genau, also ihr könnt das vorbereiten, wenn ihr wollt, und auch mal spielen. Und Carina und ich, wir zeigen euch jetzt, wie das ungefähr geht. Also, ihr Lieben, ihr habt gesehen, wie das geht. Da kann man spielen und spielen und ganz viel Geduld üben. Und wenn man am Schluss am Ziel ist, dann darf man das essen, was man ergattert hat. Jetzt ist es so, wir haben einfach unsere Regeln selber gemacht. Und das könnt ihr auch, ihr könnt überlegen, wie weit ihr es machen, wo kann man führen, wann muss man zurück und so. Und dann könnt ihr es so spielen. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Und nicht bei dem Wunder, wie dass ihr das... Hey, hi Panda! Hallo? Hey, was siehst du schon? Was, du bist mega aufgeregt? Was? Deine Freunde können jetzt, haben sie gesagt, sie können jetzt mit dir an die Party, an See, an Party machen. Du, aber Panda, gehst du mit dem Bus oder wie gehst du? Was, wie denn? Panda, was? Ui, oh, der hat Vollgas. Zeig, der hätte nicht einmal so lange warten müssen, wie man denkt.